Eine Veganerin wird direkt vom Hof gejagt. Ja, ich kann das schon jetzt nicht so gut sehen, muss ich sagen. Und ich möchte das jetzt gerne abbrechen. Einige Aufeinandertreffen laufen eher nur so mittelgut. Also ehrlich gesagt, ich dachte, bist du größer. Ja. Ja, aber du bist klein. Und es gibt schon ganz viel Herzklopfen. Dein Herz klopft? Ja. Na, das ist ein Glück, wenn es nicht mehr klopfen würde, hätten wir echt ein Problem. All das und noch einiges mehr gab es in der ersten Folge der neuen Bauer sucht Frau Staffel 2021. Und da ich mich sowieso schon die ganze Zeit darauf gefreut habe, werde ich das natürlich wieder kommentieren, parodieren und analysieren. Herzlich willkommen zur neuen Staffel von Bauer sucht Frau. Das Wichtigste bei so einer neuen Staffel sind natürlich die Bauern. Und die sind dieses Jahr irgendwie gefühlt alle Models. Das hier ist der erste. Matthias ist 33 Jahre alt und kümmert sich liebevoll um seine Schweine, Rinder und Hühner. Ja, und wenn er den Schweinen nicht liebevoll an ihren Ringelschwänzchen zieht, dann tut er was für seinen eigenen Körper mit vielleicht etwas ungewöhnlichen Sportgeräten. Ich mag das auch, wenn sich ein Mann natürlich nicht nur gehen lässt, sondern er auch attraktiv bleibt für eine Frau. Wenig überraschend hat er dann ziemlich viele Briefe bekommen und die kann er alle alleine gar nicht auswählen. Zum Glück hat er dabei doch sehr tatkräftige Unterstützung. Seine Kumpels helfen ihm bei der Liebespost. Ja, zum Wohl, zum Wohl. In den Briefen haben sich die Frauen dann natürlich gleich viel Mühe gegeben, Matthias' Herz zu erobern. Noch viel mehr Komplimente, glaube ich, gehen einfach nicht. Der erste Gedanke war, ui, das ist aber ein attraktiver Mann. Die Frauen, die sich für ihn beworben haben, sind dann genauso attraktiv wie er. Tja, da hat er dann wohl die Qual der Wahl. Ich muss auf jeden Fall mindestens 2 Nächte drüber schlafen, damit ich hoffentlich auch die richtige auswähle. Der nächste Bauer ist dann für mich ganz persönlich eins der Sympathie-Highlights und bewirtschaftet einfach mal stolze 500 Hektar. Ich habe davon nicht so viel Ahnung, aber ich glaube, es ist viel. Olaf ist seit einem Jahr Single und hofft sich bald wieder zu verlieben. Ja, und vielleicht hast du schon gesehen, bei Olaf gibt es eine Sache, die ein bisschen ungewöhnlich ist und die hat mit seiner Vergangenheit zu tun, denn da ist mal was ziemlich Schlimmes passiert. Ich hatte im Jahr 2000 einen Motorradunfall, der mich ganz schön weggehauen hat. Ja, denn dabei hat Olaf nicht nur seinen linken Arm vollständig verloren, sondern es gab natürlich auch einen ganz schönen Schlag für die Psyche. Glücklicherweise hat er sich da aber wieder rausgekämpft. Nach meinem Unfall hatte ich Probleme, mich zu öffnen gegenüber Frauen. Ich hatte mit mir selber viel zu tun. Das ist jetzt aber glücklicherweise vorbei und da lässt es sich auch Inga Bause persönlich nicht nehmen, ihm die Briefe vorbeizubringen. Was im Normalfall bedeutet, dass es da dann Kuchen zu essen gab, weil sonst kommt Inga nicht. Und so viel Post für mich? Ja. Mann, ey. Da bin ich aber gespannt. Auch er scheint mit seinen Bewerbungen dann mehr als zufrieden zu sein. Und ich finde es immer wieder schön, dass die Mehrheit der Bauern die Briefe sowieso nicht liest. Sieht ja schon mal sehr nett aus. Ist ja erstmal schon mal richtig süß. Die nächste Kandidatin bei Bauer sucht Frau ist dann immer noch verhältnismäßig ungewöhnlich. Aber ich bin mir sicher, in ein paar Jahren sehen wir das nicht mehr so. Und außerdem kommt sie aus dem schönsten Bundesland der Welt. In Schleswig-Holstein sucht Pferdewirtin Lara nach einer Frau. Ja, und sie hat auf ihrem Hof eigentlich auch die perfekten Tiere, um eine Frau von sich begeistern zu können. Da ist nämlich wirklich alles voller Pferde. Meine Tiere sind für mich Freunde, Familie, Seelentröster. Naja, und deswegen und zum Glück sind Lara ihre Tiere natürlich absolut heilig. Deswegen hat sie insbesondere eine große Anforderung an ihre künftige Partnerin. Was total fehl am Platz wäre, wäre eine Tierallergie. Der nächste Kandidat gehört dann wieder zu denen, die ein kleines Handicap haben. Aber eines, das, wie ich finde, jetzt auch einfach überhaupt nicht schlimm ist. Ich bin schwerhörig, das habe ich schon von Geburt an, aber ich kann sehr gut Lippen lesen. Und außerdem kann er sehr gut Oberteile anziehen, durch die man wirklich 99% seines Körpers perfekt erahnen kann. Irgendwie passt seine nächste Aussage ja dazu. Ich sehe nämlich nach Zärtlichkeit, wenn man zusammen schmust auf dem Sofa. Was ich bei Nils ein bisschen komisch und auch unverständlich finde, ist, dass er durchaus in seinem Leben schon eine Menge Dates hatte, aber irgendwie sind die nicht so schrecklich gut gelaufen. Sobald die ein Date mit ihm hatten, dann wollten sie mit mir nichts mehr zu tun haben. Bei Nils gab es dann eine wirklich sehr ungewöhnliche Sache. Er hat die Briefe nämlich tatsächlich gelesen. Dass ich das nochmal erleben würde? Es war sehr spannend und es waren auch sehr gut geschriebene Briefe und schöne Fotos gewesen. Der nächste Kandidat erinnert mich persönlich dann eher an die klassischen Kandidaten von Bauer sucht Frau. Und seien wir ganz ehrlich, die gehören halt auch einfach dazu. In Ostwestfalen-Lippe lebt Thorsten. Der Rinderhalter ist gelernter Metzger. Praktisch, dann kann er die Tiere, die er großzieht, ja auch gleich. Ja, ist ja auch egal. Reden wir lieber über sein Liebesleben. Das hatte er nämlich früher in seinem Leben quasi schon mal durchgespielt. Ich war auch schon mal verheiratet, hab schon eine erwachsene Tochter, aber bin jetzt wieder bereit. Thorsten, bei dem mich übrigens irgendwie triggert, dass sein Name nicht mit H geschrieben wird, hat dann vor allen Dingen einen großen Wunsch. Er möchte nämlich mal eine Schokolade auf einer Heizung sein. Mein Traum ist mit einer neuen Partnerin
romantisch dahin zu schmelzen. Der nächste Kandidat, finde ich, könnte dann auch einfach der Bachelor sein oder bei irgendeinem anderen Dating-Format mitmachen. Ich glaube, noch mehr Frauentyp kann man auch nicht sein bei Bauer sucht Frau. Der sportliche Hobbymusiker Björn hofft darauf, endlich die passende Frau zu finden. Ja, und zu allem Überfluss ist er dann nicht nur wirklich noch Gitarrist, sondern hat auch noch einen niedlichen Hund. Vielleicht sollte ich mich, obwohl ich hetero bin, ja auch nochmal für ihn bewerben. Inzwischen geht mir das mit dem Einsamsein schon oft auf die Nerven. Ja, und damit er dann bald eine Frau einsamen kann, bekommt auch er natürlich ziemlich viele Briefe. Und oh, Überraschung, es sind natürlich ungefähr 3 Millionen Stück. Das sind die meisten Bewerbungen, die auf einen Bauern in dieser Staffel gekommen sind. Nachdem die meisten Bauern dann ihre Frauen wie bei einer Katalogbestellung ausgesucht haben, werden die auch direkt schon mal zum Scheunenfest angeliefert und sind ganz schön nervös. Bei einer Mathearbeit und du weißt, du hast es geübt. Ja. Einige von den anderen sind allerdings eher zuversichtlich. Meistens sind das ja dann die, die direkt rausfliegen. Und bis jetzt habe ich gute Chancen. Ach so, und einige von den Bewerberinnen sind ein bisschen naiv. Also, ich meine, ich finde das zwar sehr sympathisch, aber ich glaube, die letzten Staffeln haben uns da was anderes gelehrt. Mit Aussehen, das hat nicht so viel zu tun, sondern mit Charakter und Herz, ich glaube. Ja, genau. Und dann war es jedenfalls auch schon soweit und Inka Bause hat uns endlich mal wieder zu etwas begrüßt, auf das wir ja leider im letzten Jahr verzichten mussten. Schade eigentlich, weil ich finde, das ist immer eines der Highlights. Herzlich willkommen beim großen Scheunenfest. Genau, und das ist dann ja immer der Moment, bei dem die Bauern dann auf ihre Bewerberinnen treffen. Und dafür hatte Inka auch noch einen mittelguten Tipp parat. Brust rein, Bauch raus. Nein, es war umgekehrt. Es ist egal. Aufgeregt sind wir alle. Thorsten hatte sich für diesen Anlass übrigens mit einem Hemd besonders herausgeputzt. Und ich sag's mal so, ich glaube, auf dem Hemd ist einfach jede Farbe, die überhaupt existiert. 10 Applaus für dieses Hemd und natürlich auch für dich. Danke. Davon sind seine 2 Bewerberinnen auch mehr als begeistert. Er kann ja einfach der Frau, die er dann später rausschmeißen wird, das Hemd mitgeben, dann ist die nicht so alleine. Also ja. Du sprangst uns direkt ins Loch, als wir reinkamen. Ein bisschen verwirrenderweise wurden dann übrigens zwischendurch immer noch weitere neue Bauern vorgestellt. Das hier ist zum Beispiel Matze. Sein Betrieb ist mit über 2000 Tieren recht groß. Auch für Matze, bei dem ich ernsthaft hoffe, dass er eigentlich Matthias heißt und dass nicht Matze wirklich in seinem Personalausweis steht, ist insbesondere ein Thema besonders wichtig. Er möchte halt gerne mal wieder seinen Flug in den Stall bringen. Ich sehne mich am meisten nach Zärtlichkeit, Berührung. Matze hält sich dann aber wenigstens an die ungeschriebenen Bauersucht-Frau-Gesetze. Er liest natürlich nicht die Briefe, sondern guckt sich lieber die Bilder an. Wow. Volle schwarze Haare. Danach gab es dann noch einen Bauern aus dem hohen Norden, der ein bisschen dem Klischee entspricht, was man den Menschen hier gegenüber bringt, nämlich Dirk. Meine Tiere, die bedeuten mir echt viel, da ich das ja immer sehe, wie sie von Geburt an aufwachsen bei mir. Dirk hat dann übrigens seine Mama nochmal erklärt an seine kommende Frau wirklich einige Anforderungen, denn die muss eigentlich im Wesentlichen alles können. So sein, dass sie ehrlich ist, auch so ein bisschen Kumpel für ihn ist. Der Allrounder. Den eigentlichen Hauptgrund, warum er sich eine Partnerin wünscht, der wird dann allerdings erst beim Scheunenfest verraten. Ach, man merkt, es geht in dieser Sendung wirklich nur um die Liebe. Ja, nützt nichts. Sonst ist das mit dem Familienbetrieb am Ende, ne? Du bist ja wirklich auch sehr romantisch. Auch er kommt dann bei seinen Frauen übrigens besonders gut an, denn die mögen insbesondere seine etwas tranige Sprechweise. Ich mag seine Stimme total gerne hören und ich bin auch total nervös. Der nächste, der denn verkuppelt werden sollte, ist Olaf. Und warum es für den so viele Bewerberinnen gab, das erklärt sich jetzt wohl noch ein kleines bisschen besser. Ganz tolles, er will nämlich in Rente gehen und die Welt bereisen mit seiner neuen Frau. Was? Gratisurlaub und nebenbei noch ein bisschen Fame bei RTL einsammeln? Na, da waren einige Frauen aber mehr als begeistert. Cornelia, du hast gesagt, dass du schockverliebt warst in Olaf. Ja, auf jeden Fall. Der nächste Bauer, der dann kam, heißt Peter und ist eine echte Neuerung in dieser Sendung. Und auch der hat einen ganz klaren Grund, warum man sich für ihn bewerben sollte. Aber dieser Bauer ist der Erste, der einen eigenen Golfplatz hat. Ja, und die Familie hat ja nicht nur einen Golfplatz, sondern auch sowas ähnliches wie ein kleines Schloss. Ich bleib dabei, ich glaube, ich sollte mich auch dringend mal bei dieser Sendung bewerben. Außer dem Golfplatz beackert Peter 140 Hektar Grün und Ackerland. Peter mag dieses Bilderkatalogsystem von Bauer sucht Frau dann übrigens besonders gerne. Vermutlich hätte er, wenn er bei der Sendung nicht genommen worden wäre, sonst in Thailand bestellt. Es ist schon schön, wenn man eine Auswahl hat. Man sieht dann natürlich auch, man wird gewollt und Frauen interessieren sich für einen. Allerdings, und das fand ich dann wirklich sympathisch, gehört Peter nicht zu denen, die irgendwie 15 Frauen mit auf seinen Hof bringen wollen. Er hat da ganz andere Vorstellungen. Wie viel dürfen denn mit auf die Hofwoche?
eigentlich die eine Richtige. Die eine Richtige? Olaf ist ja mit seinen Frauen schon einen Schritt weiter und die sind schon ein bisschen am Flirten. Das mit dem Anstoßen klappt aber eher erstmal nur so mittelgut. In die Augen zu, es gibt das 7 Jahre schlechten Sex. Genau. Ich hab ja schon. Und nicht über Kreuz. Der nächste Bauer, der dann vorgestellt wurde, war übrigens eins meiner ganz persönlichen Highlights. Der wundervolle Hubert. Andere gehen ins Fitnessstudio und ich tobe mich bei mir zu Hause aus. Ja, und kurz habe ich an dieser Stelle gedacht, dass er sich zu Hause die Banane schält, beziehungsweise mal kräftig sein Holz durchbeizt. Aber in Wirklichkeit macht er dann doch was ganz anderes. Denn am liebsten beschäftigt sich der 40-Jährige mit seinen 30 Bienenvölkern. Hubert ist dann ein sehr anständiger Kerl, für den Äußerlichkeiten überhaupt keine Rolle spielen, solange er diese nervigen Briefe, die zu den Bildern kamen, nicht lesen muss. Ob jetzt blond, braun, schwarzhaarig, das ist mir egal. Wundervoll. Aber dann gucken wir doch mal zu Thorsten ohne Haar, der mit seinen Frauen jetzt schon wundervoll am Flirten ist. Auch wenn die ihm wirklich interessante Unterstellungen machen. Was ist denn dein Lieblingsgericht? Oh, Lieblingsgericht? Alles? Nein, Thorsten mag aber nicht alles, sondern besonders gerne Rouladen. Aber wann man die am besten essen sollte, darüber herrscht auch keine Einigkeit. Im Sommer ist das kein Gericht, ne? Hatten wir gerade gestern. Auch Pferdewirtin Lara ist dann übrigens auf ihre Frauen getroffen. Aber irgendwie sehen die teilweise ganz anders aus als auf den Bildern. Ja, Melanie hat eine Zahnspange bekommen. Ja. Blöd, denn eigentlich hatte Melanie ja den richtigen Gedanken, nur halt einfach kein gutes Timing. Ich habe gedacht, während Corona kann ich die Maske ertragen, sieht man es nicht. Jetzt ist es. Ja, das war jetzt ungeschickt. Der nächste, der dann noch seine Frauen traf, war Aushilfs-Bachelor Björn. Und sagen wir mal so, bescheiden war der jetzt nicht unbedingt. Ja, du musstest einfach zugreifen und 5 Frauen einladen. Ja, und ich meine, wer sagt denn, dass Björn überhaupt eine von denen wegschickt? Er könnte ja auch einfach alle haben, zumindest in seiner Vorstellung. Du kannst uns handeln, alle 5. Oh ja. Mit viel Alkohol, ja. Auch der nächste vorgestellte Bauer gefiel mir dann nochmal richtig gut. Sein Wohnmodell ist aber jedenfalls schon mal ein bisschen ungewöhnlich. Mike lebt auf seinem Hof mit den Eltern seiner Ex-Freundin. Ja, und Mike gehört dann auch zu denen, die Tiere nicht nur streicheln, sondern gelegentlich auch mal umbringen. Für ihn ein echter Lebenstraum. Also wir machen selber was. Ich arbeite gerne in der Räucherkammer, weil wegen dem Geruch. Ja, allerdings riecht er nicht nur gerne an den Würsten, sondern macht auch noch ganz andere Dinge damit. Nein, nicht das, was du schon wieder denkst. Und dann kann man nochmal eine klauen und kann sie sich mal reinschnuggeln. Und wenn er mit der Wurst nicht schnuckelt, dann verschenkt er sie gerne an Bewerberinnen bei Bauer sucht Frau. Und da hat er sich die wirklich richtig guten Teile ausgesucht. Eine Stracke aus dem Arschdarm, das ist so das Beste, was man bekommt. Gut, solange die Würste da nicht wieder landen, ist es ja wundervoll. Und wir gucken in der Zwischenzeit zu Olaf, der ja vorhin schon mal mit seinen Frauen angestoßen hat und es deswegen einfach jetzt gleich nochmal macht. Für euch was mitgebracht, um mal ausprobieren, ob ihr auch trinkfest und arbeitsscheu seid? Immer. Ja, die trinken dann tatsächlich Obstler am Nachmittag im Sommer. Na, das wird ja noch ein lustiger Abend bei denen. 38, es geht. Ist noch inner für Frauen. Matthias, der noch einen Schritt davor war, wurde jetzt seinen Frauen zunächst einmal vorgestellt. Und ich fand ganz toll, wie bescheiden er gesagt hat, was auf seinem Hof so besonders ist. An meinem Hof ist besonders, glaube ich, dass ich dort wohne. Auch er hat sich gleich 4 Frauen eingeladen und die waren ziemlich nervös. Einige wurden sogar direkt kardiologische Notfälle. Dein Herz klopft? Ja. Na, das ist ein Glück. Wenn es nicht mehr klopfen würde, hätten wir echt ein Problem. Und ich bin mir dann relativ unsicher, ob Matthias sich jetzt Mut antrinken wollte oder ob es an was anderem lag. Aber der hat sein Sektglas ganz schön weggeballert. Hast du was, ja? Und ich persönlich finde ja, dass Matthias durchaus wirklich eine sehr attraktive Erscheinung ist. Die Frauen störten sich aber trotzdem an einer Sache ziemlich. Also ehrlich gesagt, ich dachte, bist du größer. Ja. Ja, aber du bist klein. Ach naja, aber ich meine, so klein ist er dann ja gar nicht. Aber ganz ehrlich, Begeisterung sah auch bei den anderen Frauen anders aus. Bin jetzt nicht so sehr enttäuscht. Dann wurde tatsächlich noch ein letzter Bauer vorgestellt, nämlich der hochsympathische Enno, der eine etwas sehr enge Beziehung zu seinen Tieren hat. Im Stall verwöhnt der Junggeselle ihre Kälber. Ja, und wenn Enno nicht gerade Euter streichelt, dann ist er ein wirklich sehr emotionaler Mensch. Glaubt er immerhin selbst. Ich bin lustig, zudem eine treue Seele, kann man so behaupten. Damit haben wir denn jetzt also tatsächlich alle Bauern mit den Frauen zusammengebracht und die waren wirklich mehr als begeistert, auch rein physikalisch. So, 4-Dimensionalität macht noch mal ein bisschen mehr aus. Ja, gerade diese völlig neue Dimension der Zeit macht bestimmt einen riesen Unterschied. Beim armen Matthias ging es übrigens die ganze Zeit weiter nur um das eine Thema. Und dann, wo ich habe dich erstes Mal gesehen, oh, ein Zwergchen.
aber mach nix. Och Mensch, Mädels, jetzt seid doch mal ein bisschen netter zu Matthias. Es gibt doch wirklich Wichtigeres, oder? Ich habe auch schon gedacht, dass er ein bisschen größer ist, ehrlich gesagt. Okay, Hubert versuchte seine Frauen währenddessen eher damit zu beeindrucken, wo er schon überall gewesen ist. Und tatsächlich sind da schon einige Länder auf seiner Liste. In Türkei, Griechenland, in Domrep, 14 Tage mit dem Rucksack in Thailand unterwegs. Ja, okay, Hubert, das ist ja alles ganz nett. Aber Melanie möchte von dir wissen, ob du schon mal an einem wirklich schönen Punkt auf der Welt warst. Da gibt es zum Beispiel unter anderem angeblich die 17 beste Dönerbude der Welt. Sag mal Wuppertal. In Wuppertal? Nein. Bei Thorsten gab es dann wieder ein sehr häufiges Problem bei Bauer sucht Frauen, nämlich eine seiner Frauen hat Tiere zu Hause und die kann man nicht mal vernünftig schlachten. Ich habe halt noch relativ junge Hunde. Oh, wie schön, Hunde. Naja, und ich meine, die mag doch jetzt eigentlich jeder. Außer die meisten Bauern in dieser Sendung immer. Das mit den Hunden ist nicht ganz so meins. Wo schlafen deine Hunde? Na, die schlafen im Bett natürlich. Thorstens Begeisterung war absolut spürbar. Hatte ich mir fast gedacht. Tja. Bei Dirk lief es währenddessen im Gespräch übrigens wesentlich besser. Und er machte nochmal deutlich, warum er sich eigentlich eine Partnerin wünscht. Könnt ihr kochen? Ich bin sowieso ein kleiner Kochvegetariker. Dann brauche ich mich nämlich nicht mehr von meinen Eltern durchschauen. Bei Lara hingegen, und das fand ich schön, wurde es dann auch mal ein kleines bisschen ernst in den Gesprächen. Lara hat nämlich definitiv vor, eine Familie zu gründen. Möchte definitiv auch Kinder kriegen. Ja, finde ich super. Also. Ersatz Super Bachelor Björn versuchte währenddessen übrigens auch noch mit seinem Hund zu punkten, den er mitgebracht hat, der übrigens sogar auf der Couch sitzen durfte. Das ist der kleine Wolf. Den hast du schon mal gesehen, ne? Ja, und bei Wolf denkt man jetzt natürlich an ein Raubtier, das es gar nicht erwarten kann, andere Tiere zu verschlingen und anzugreifen. Dieser Wolf allerdings eher nicht. Sie hat tierisch Angst vor Fliegen. Also vor nichts anderem, aber vor Fliegen unglaublich viel Angst. Die Dame, die er übrigens dann da als erstes hatte, die konnte mit einer Sache punkten. Sie ist nämlich Österreicherin. Weißt du, was cool ist auf jeden Fall? Dein Dialekt. Ja, mag ich persönlich eigentlich auch ganz gerne hören, aber hat natürlich im deutschen Fernsehen auch immer so einen Nachteil. Immerhin hat sie es aber schon richtig erraten. Ja, aber ihr habt die Untertitel. Bei Olaf gingen die Bewerberinnen übrigens wieder ins Volle und ich frage mich immer noch, ob die jetzt einfach nur scharf auf die Weltreise sind oder ob die ihn wirklich jetzt schon so bezaubernd finden. Es war einfach das Gefühl, auch mit dem könntest du den Rest deiner Zeit leben und glücklich sein. Björn machte währenddessen übrigens deutlich, dass es bei ihm schon auch ein paar Nachteile gibt. Denn ja, er ist zwar ein ultra-hotter und cooler Musiker, der auch noch mittelreich ist und einen niedlichen Hund hat, aber sonst muss die Frau bei ihm nicht so viel erwarten. Also, wenn du mit zum Hof kommen würdest, ich habe nichts vorbereitet. So bin ich, chaot. Ja, same. Der schwarzhaarige Matthias, der übrigens genau wie der glatzköpfige Matthias auch ohne Haar geschrieben wird, weswegen es quasi unmöglich ist, die beiden auseinanderzuhalten, hatte übrigens auch ein wundervolles Mitbringsel von seinem Hof dabei. Eierlikör von den Eiern seiner Hühner. Toll, aber irgendwie hatte seine Bewerberin einfach genau die gleiche Idee. Ist nur die Frage, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Auch selber gemacht, von unseren Hühnereiern. Naja, aber normalerweise hätte ich jetzt erwartet, dass Matthias dann natürlich darauf besteht, dass sein Eierlikör der beste ist. Stattdessen hat er sich allerdings direkt in den Geschenken verliebt. Ja, ich glaube, bis wir diese Geräusche nochmal hören, werden dann wahrscheinlich ungefähr 3 Folgen vergehen müssen. Aber gucken wir doch mal wieder zurück zu Hubert. Bei dem hatte Kandidatin Melanie nämlich eine unschöne Überraschung für ihn. Ich habe dir das geschenkt, weil ich vegan bin. Das ist vegane Schokolade. Okay, und ich glaube, ungefähr 99,97% aller Menschen wissen natürlich, was eine Veganerin ist. Hubert und den RTL-Zuschauern musste man das aber sicherheitshalber nochmal kurz erklären. Also ich esse quasi keine tierischen Produkte, außer halt Honig. Blöd. Aber da musste Hubert jetzt noch mal ganz genau nachfragen, denn was ist jetzt eigentlich alles so ein tierisches Produkt? Das ist ein Problem damit, wenn ich dann zum Beispiel nur viel mehr ein Frühstücksei mache. Oder ich glaube, Eier ist mir auch nicht das vegan, oder? Okay, und an dieser Stelle bin ich ganz ehrlich, weil ich hätte jetzt schon erwartet, dass man bei Bauer sucht Frau ja ungefähr weiß, worauf man sich einlässt und hatte von Melanie jetzt auch die entsprechende Antwort erwartet. Die sagte allerdings eher das Gegenteil. Ja, ich kann das schon jetzt nicht so gut sehen, muss ich sagen. Blöd! Und man merkte auch ein kleines bisschen, dass Hubert sie in Gedanken schon aussortiert hat. Zumindest deute ich seinen halbleeren Blick jetzt mal so. Aber um ganz sicher zu gehen, wollte Hubert nochmal wissen, wie das eigentlich mit anderen Sachen ist. Denn ist zum Beispiel eigentlich auch Fleisch ein tierisches Produkt? Nee, oder? Das ist das Schlimme, nicht
mein Schnitzel esse von glücklichen Schweinen. Blöd, denn auch an dieser Stelle musste Melanie ihn wieder enttäuschen. Ach, diese schrecklichen Veganer aber auch immer. Ja, ich sehe das halt jetzt schon nicht so gern. Das wiederum hat dann Hubert ziemlich enttäuscht. Wow, ich glaube, das ist wirklich mit eines der ersten schlechtesten Aufeinandertreffen in dieser Sendung ever. Die Partnerin muss akzeptieren, dass ich weiterhin mein Grillfleisch esse. Sie muss ja keins essen. Ärgerlich. Und dann traf Melanie eine zwar irgendwie nachvollziehbare, aber andererseits auch wirklich sehr merkwürdige Entscheidung. Das war ja mal ein kurzer Auftritt. Für mich ist der Funke heute leider nicht übergesprungen und ich möchte das jetzt gerne abbrechen. Und an dieser Stelle würde mich mal wieder eure Meinung interessieren. Also könnt ihr das jetzt eher verstehen oder fandet ihr das auch ein bisschen merkwürdig? Und wie steht ihr überhaupt zu dem ganzen Thema? Wie gesagt, schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und wir gucken mal wieder Hubert an, der jetzt ja blöderweise nur noch eine Bewerberin hat, mit der er vorher zwar kein Wort gewechselt hat, die er jetzt aber plötzlich super fand. Also ich finde dich super sympathisch, wie ich schon gesagt habe, nett aufgeschlossen. Thorsten ohne Haar wollte währenddessen eigentlich von seinen Bewerberinnen gerne mal wissen, ob die auch zu ihm ziehen würden, weil er mag Fernbeziehungen nicht so. Aber auch da war die Antwort irgendwie wieder enttäuschend. Ich meine, ich habe ja noch einen Beruf, ne? Ja, natürlich. Ich will meine Arbeit nicht aufgeben. Matthias wurde währenddessen nochmal gefragt, wie kompliziert das jetzt eigentlich ist, vier Frauen gleichzeitig zu handeln. Und seine Antwort war ein bisschen komisch. Nee, ich habe ja auch noch nie mit vier Frauen gleichzeitig. Matthias, nur, dass wir uns nochmal richtig verstehen, du meinst doch damit jetzt aber nicht etwa... Also zur gleichen Zeit... Dann standen auch schon die ersten Entscheidungen an und Golfplatzbesitzer Peter zum Beispiel schien da eine ganz klare Präferenz zu haben. Da fragt man sich nur, warum er die Brünetten überhaupt eingeladen hat. Bei Peter heißt es offensichtlich Blondinen bevorzugt. Schön, und da hat Inka sich auch gleich gefragt, dass die beiden dann zum Hof reisen werden. Ein kleines Detail wurde von RTL aber vergessen. Ein Übel hat ja gar nicht gefragt. Ja, stimmt. Nee, scheiß Menschenrechte. Da haben wir jetzt bei RTL gar keinen Bock drauf und gucken lieber stattdessen schon wieder zu Lara. Die schien sich von Zahnspangen dann übrigens doch nicht so abschrecken zu lassen. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich Melanie und Franziska mitnehmen werde zur Hofwoche. Blöd, damit musst du die eine Bewerberin, die sich ein bisschen als Biene Maya verkleidet hat, dann auch schon wieder nach Hause fahren. Hat aber vorher nochmal ungefähr alle Phrasen rausgedroschen, die es bei dem Thema gibt. Aber so ist es halt, ne? Und wenn es nicht passt, passt es nicht. Okay. Björn, der ja ungefähr 17.000 Frauen eingeladen hat, war leider noch nicht so weit, aber die nächste hatte ein ganz besonderes Geschenk für ihn. Und ich hatte den Eindruck, das kam auch ziemlich gut an. Und übrigens finde ich sehr schön, wie die Lampe und der Stuhl sich mit Björns Oberteilfarbe matcht. Wie aus der Heimat. Ich hab dir was mitgebracht. Ja, Weltklasse. Ich hoffe, du magst es. Ja, okay, aber ich meine, hätte jetzt nicht irgendwie ein Bier gereicht? Was genau wollt ihr denn damit heute noch so anstellen? Wie viel schaffst du davon? Wir kriegen ihn gekillt, ja, würde ich sagen. Wie gut das Geschenk ankam, das merkte man denn daran, dass Björn sich kurz danach entschieden hat, welche Frauen er dann mitnimmt. Und das waren ungefähr alle, außer die mit dem Kasten. Sie haben mich im Kasten Bier sitzen lassen, er hat es nicht anders verdient. Gut, und das war's dann tatsächlich auch erstmal wieder mit der ersten Folge von Bauersuchtfrau 2021. Die nächste gibt's aber schon ganz bald auf meinem Kanal. Aber da muss sich Dirk nochmal hochemotional entscheiden. Ich hätte mir nicht vorgestellt, dass das so schwierig ist, die Entscheidung. Eine muss noch. Und außerdem beginnen dann auch direkt schon die Hofwochen. Selbstgepflückte Blumen von meiner Blumenwiese. Wenn du das nicht verpassen willst und mir außerdem auch noch zeigen, dass du unbedingt mehr Bauersuchtfrau sehen willst, dann wäre es super cool, wenn du meinen Kanal abonnierst und dem Video einen Daumen nach oben da lässt. Und da wir ja bald wieder Weihnachten haben, wollte ich dir auch in diesem Jahr mal wieder ein paar Geschenktipps am Ende meiner Videos präsentieren. Und das erste, was ich mir ausgesucht habe, ist ein Anzuchtset für einen Tannenbaum. Denn den kann man schon heute verschenken und hat dann in ungefähr 8 Jahren einen echten eigenen Baum. Den Link dazu findest du wie immer ganz oben in der Videobeschreibung und das sei nochmal dazu gesagt. Alles, was du darüber kaufst, also egal ob jedes Geschenk oder was auch immer, sorgt immer dafür, dass du nicht mehr bezahlen muss, ich aber ein kleines bisschen mitverdiene, würde mich also einfach sehr, sehr freuen. Aber gut, streng genommen musst du das natürlich sowieso tun, denn sonst fragt Hubert dich jetzt nochmal bei jeder Fleischsorte, ob die eigentlich auch vegan ist.